Mit welchen Kryptowährungen kann ich jetzt noch schnell reich werden? Kann man mit Krypto überhaupt noch reich werden? Denn wir alle wissen, der Bitcoin-Anstieg bisher war gigantisch, aber die wenigsten haben Bitcoin bei $200 gekauft. Und wir alle wissen, dass Bitcoin vermutlich keine 100x mehr machen wird. Und ich weiß, aus diesem Grund bist du hier, denn du möchtest wieder fette Renditen mit Krypto einfahren. Und ich kann dir eins sagen. Ich habe fette Renditen mit Krypto eingefahren und in den letzten Monaten mich unglaublich viel mit der Frage beschäftigt, wie der nächste Bullrun aussehen wird. Wir sind gerade mittendrin und vor allem, was an Rendite noch drin sein wird, denn wir haben natürlich diminishing returns. Und damit herzlich willkommen hier zu diesem Video. Lass unbedingt ein Like da. Du kannst das Video auch gerne mit doppelter Geschwindigkeit oder 1,5-facher Geschwindigkeit anhören. Dann kriegst du mehr Content in geringerer Zeit. Wir schreiben übrigens seit neuestens auch einen Newsletter, den du kostenlos kriegst. Er ist unten natürlich verlinkt. Also, Bitcoin. Ich teile einfach mal den Chart. Dann könnt ihr auf jeden Fall verstehen, was ich hier sage. Wir schauen einmal sofort rein. Wir sehen jetzt halt hier einen langfristigen Bitcoin-Chart, das heißt auf Wochenbasis logarithmisch dargestellt. Und wir sehen jetzt halt einfach mal, dieser Bitcoin-Move war natürlich gigantisch hier 2013, 14 von 200 oder $100 irgendwas erstmal auf $1.200. Das war die China-Bubble. China hat angefangen im großen Stil oder Chinesen Bitcoin zu kaufen. Wie immer ist Bitcoin eine Blase geworden. Die Blase war nicht nachhaltig, die Blase ist eskaliert, die Blase ist implodiert, es ist auf circa 200 gefallen. Wie immer fällt Bitcoin zwischen 80 und 90% im Bärenmarkt. Wie immer geht Bitcoin nicht auf Null. Wie immer, ich habe hier angefangen, mich mit Krypto zu beschäftigen. Wie immer schreien alle Kritiker, jetzt ist es Null, jetzt ist es tot, jetzt geht es auf Null und so weiter. Natürlich hatten sie nicht recht und Bitcoin hat sich erholt und hat einen epochalen Anstieg bis auf circa 20.000 hingelegt. Und das ist die erste Lektion, die wir hier lernen. Wir sehen, von 200 auf 20.000 hat sich Bitcoin circa verhundertfacht. Das waren natürlich krasse Renditen. Ich weiß noch, ich habe damals einen Bitcoin bei $200 gekauft, habe ihn bei $600 verkauft, weil ich mir dachte, oh mein Gott, ich habe ja hier krasse Renditen eingefahren. Ja, hätte ich damals nicht bei $600 diesen Bitcoin verkauft. Aber wie ging es weiter? Wir sehen, hier bei 20.000 war es Schluss. In diesem Run habe ich vor allem mit Ether sehr viel Geld verdient, weil ich mein ganzes Geld damals in Ether gesteckt habe. Jetzt kann man natürlich sagen, das war mehr Glück als Können, das stimmt. Ich habe hier auch keine Gewinne mitgenommen. Deswegen war auf jeden Fall mein erster Krypto-Bullrun mehr Glück als Können, sonst hätte ich ja hier Gewinne mitgenommen. Wie auch immer, ich habe dann die ganze Downside mit runter mitgenommen. Und es war wieder minus 90% oder irgendwie sowas, die Altcoins natürlich mehr. Aber, und jetzt kommt das zweite Learning, wir sind circa auf 3000, 3500, irgendwie sowas gefallen. Und dann haben wir wieder einen krassen Krypto-Bullrun hingelegt. Das war mein zweiter Krypto-Bullrun und wir sind auf circa 66.000 Dollar angestiegen. Und nehmen wir mal von 3000 auf 66.000. Dann sind das nur noch circa 22x. Das bedeutet, wir haben diminishing returns, wir haben einen abnehmenden Grenznutzen. Bitcoin hat keine 100x mehr gemacht, sondern nur noch 22x. Das sind natürlich fette Renditen, aber es ist schon weniger, und zwar um den Faktor 4 bis 5, 4,5 weniger. Jetzt waren wir hier oben bei 66.000, hatten hier dieses Doppeltop, sind auf 16.000, 17.000 gefallen. Und jetzt ist halt für alle die große Frage, wo gehen wir jetzt hin? Wann soll ich Bitcoin-Renditen, Bitcoin-Gewinne mitnehmen? Und vor allem, und darum wird es jetzt gleich gehen, wie kann ich denn wieder die 100x schaffen? Da musst du natürlich in Altcoins gehen. Ich werde gleich über einige Altcoins sprechen, auch über einige Altcoins, in denen ich persönlich investiert bin und was meine Renditeerwartung ist, aber soweit diese Learnings. Wir haben diminishing returns, einen abnehmenden Grenznutzen. Das ist einfach so, weil Bitcoin in der Reifephase voranschreitet. Das bedeutet, irgendwann
ist Bitcoin einfach angekommen. Was bedeutet, dass Bitcoin angekommen ist? Es ist eine Technologie. Ich will mir nicht anmaßen zu wissen, genau zu sagen, was Bitcoin ist. Die einen sagen, es ist ein Speicher von Wert. Die anderen sagen, es ist Transaktion. Die anderen sagen, es ist unzensierbar. Die anderen sagen, es wird die Welt retten. Ich sage euch ganz ehrlich, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht mehr. Es ist scheißegal, was Bitcoin ist. Es interessiert mich nicht. Für mich ist Bitcoin einfach nur ein Tool, um unglaublich stark davon zu profitieren, dass am langen Ende unser Geld, der Euro, der Dollar, der Yen, was auch immer du hast, entwertet wird. Schau dir mal an, wie viel Dollar es vor einem Jahr, vor 10 Jahren gab, wie viel Dollar es jetzt gibt. Schau dir das gleiche mal bei der EZB an. Wir blenden mal hier die EZB-Zentralbilanz ein. Wir sehen, die hat sich verachtfacht, seitdem es den Euro gibt. Früher war 1 Billion genug, jetzt brauchen wir 8. Bei Covid einfach mal verdoppelt. Das gleiche bei der Fed. Also die Zentralbanken müssen Geld drucken, weil unser System auf gut Deutsch am Arsch ist und das eben mit Gelddrucken immer weiter rausgezögert wird und dadurch, dass das Geld so stark gedruckt wird, entstehen Exzesse und für mich ist Bitcoin ein solcher Exzess. Gut, du kannst mir jetzt 1000 Argumente geben, warum Bitcoin dein Leben heilt, vielleicht ist es so, mir ist es eigentlich egal. Für mich hat all das damit zu tun, dass immer ein kleiner Teil dieses neu gedruckten Geldes in Krypto gegangen ist. Und deswegen hatten wir bei Bitcoin diese brutale Anstiege. Jetzt ist Bitcoin so groß, dass es meiner Meinung nach keine brutalen Anstiege mehr geben wird. Wenn wir hier aus diesem All-Time-High ausbrechen, könnten wir locker auf 120.000 kommen. Warum 120.000? Naja, wenn du diesen Move von oben einfach mal nach oben extrapolierst, kommst du auf 120.000. Wird das passieren? Ich weiß es nicht. In der Vergangenheit war der größte Fehler immer Bitcoin und Krypto generell zu unterschätzen. Als ich meine ersten Ether bei 2 Dollar gekauft habe, hätte ich mir im Traume nie ausmalen können, dass das Ding mal auf 4.000 Dollar geht. Also der Fehler war immer Bitcoin zu unterschätzen und Krypto zu unterschätzen und der Fehler war immer Gewinne zu früh mitzunehmen. Warum nehmen die Leute Gewinne zu früh mit? Naja, wir Menschen sind nicht fürs Investieren geeignet. Weil wir nicht fürs Investieren geeignet sind, machen wir immer einen Fehler. Wir halten Verluste zu lange aus, sagen immer, das wird schon wieder, das wird schon wieder, das wird schon wieder, weil uns der Verlust so schmerzt und nehmen Gewinne zu früh mit. Das bedeutet, wir haben einen Gewinn gemacht und nehmen ihn sofort mit, wir wollen ihn sofort sichern. In der Wirklichkeit ist es aber so, dass die Gewinner laufen. Das sehen wir auch beim Collective Intelligence ETF, den Next Generation ETF, wenn du so willst. Also beim Collective Intelligence Fund, sorry, es ist kein ETF. Ich habe das Video hier verlinkt, wo ich das einmal erkläre, wie das Investieren mit kollektiver Intelligenz funktioniert. Und da sehen wir, dass die Top-Investoren, also die kollektive Intelligenz, diesen Fehler eben nicht macht. Sie hat Nvidia gewichtet, übergewichtet und die Gewinne nicht zu früh mitgenommen, sondern ist ewig lang mitgehalten. Und deswegen hat der Fund jetzt wieder unglaublich starke Renditen gemacht. Und das Gleiche müssen wir also bei Krypto auch schaffen. Wir müssen jetzt in die Altcoins gehen, denn Bitcoin wird keine 10x mehr machen, dann wird es einfach viel zu groß und wir dürfen den Fehler nicht machen, Gewinne zu früh zu realisieren. Wir dürfen aber auch nicht den Fehler machen, Verluste zu lange auszusitzen, denn wenn wir Verluste zu lange aussitzen, naja, irgendwann geht dann ein Projekt eventuell auf Null. Das heißt, man darf sich in keinen Coin verlieben. Also, jetzt wo wir uns Bitcoin einmal angeschaut haben, festgestellt haben, dass Bitcoin vermutlich uns nicht mehr reich machen wird, ist natürlich die Frage, welcher Coin kann uns denn reich machen? Ich will hier jetzt halt einmal ins Altcoin Market Cap gehen. Wir sehen jetzt halt hier das Market Cap aller Altcoins, also aller Coins ohne Bitcoin, ohne Ether. Und das ist halt interessant, weil wir sehen hier, dass natürlich dieses Altcoin unglaublich angestiegen ist, dieses Altcoin Market Cap 2017. Dann sehen wir genau wie bei Bitcoin die unglaublich krasse Korrektur. Dann sehen wir aber auch, dass das Altcoin Market Cap ein neues All-Time High gemacht hat. Das ist die Phase, wo alle Altcoins explodieren. Und jetzt sehen wir, dass wir hier wieder stark korrigiert haben. Das hier ist die Phase, ich kann das hier mal aus dem Chart rausmachen, das hier ist die Phase, wo ich angefangen habe, erste Altcoins zu kaufen, Solana, ich hatte bei Solana mit 30 Dollar natürlich einen sehr guten Einstiegszeitpunkt. Dann hier ging es los, dass wir in der Pure Alpha Gruppe zunehmend mehr Altcoins ausgewählt haben und jetzt sind wir hier in etwas, das nenne ich Popcorn Season. Warum nenne ich das Popcorn Season? Weil noch nicht alle Altcoins steigen, bisher steigen wenige Altcoins. Einfach deswegen, weil die Bitcoin-Dominanz noch stark ist
und Bitcoin-Dominanz wird fallen. Und wenn die Bitcoin-Dominanz fällt, kommen wir immer krasser in eine sogenannte Full-Blown-Altcoin-Season, wo jeder Altcoin Bitcoin outperformt. Da sind wir noch nicht. Meiner Meinung nach kommen wir dort langsam hin, wenn wir das vorherige Hoch rausgenommen haben. Das bedeutet, wenn wir genau wie hier neue Hochs im Altcoin-Market-Cap machen, dann kommen wir langsam in eine euphorische Phase, wo jeder von diesen Altcoins hört, die unglaublich stark performt haben, jeder dort rein will und das eben die Preise unglaublich treibt. Dort sind wir jetzt noch nicht. Bisher laufen vor allem Altcoins, die ich zum Beispiel im Portfolio habe, wie Solana, IMX, Avalanche, dann habe ich natürlich auch noch die AI, also Artificial Intelligent Coins wie RND, Fetch.ai, nur mal um ein paar Exempel zu nennen von Coins, die sich bisher unglaublich stark entwickelt haben. Oder natürlich Meme-Coins wie Bonk, kürzlich auch noch Dog with Hat und so weiter. Also das sind die Stories, die gerade richtig laufen. Und das ist die nächste Lektion. Es gibt immer Geschichten. Was sind Geschichten in Krypto? Wie gesagt, meiner Meinung nach hat Krypto keinen Wert. Es lebt von Geschichten, Erzählungen, Stories. Und die Stories, die im letzten Bullrun erfolgreich waren, waren die DeFi-Story, Banking the Unbanked, Getting Rich with Liquidity Mining. Dann hatten wir natürlich Meme-Coins, das war aber zum Schluss. Und wir hatten NFTs. Das waren die drei prinzipiellen Stories, die den letzten Bullrun getrieben haben. Das waren DeFi, Meme-Coins und NFTs. Wir können auch noch weiter zurückgehen. Früher hatten wir zum Beispiel 2017 im Bullrun die Stories der ICOs, die neuen ICOs, die alles richtig outperformed haben. Das war eine der Stories davor. Davor, 2014, wenn wir noch weiter zurückgehen, waren das vor allem Stories wie Litecoin, das bessere Bitcoin und so weiter. Du musst aber wissen, dass ein jeder Altcoin keinen Wert hat. Und das ist ganz wichtig, wenn wir uns zum Beispiel mal den Litecoin-Bitcoin-Chart anschauen. Dann siehst du, wie krass Litecoin seit 2014, ne, das ist jetzt seit 2014, verliert Litecoin gegen Bitcoin unglaublich stark, weil ein jeder Altcoin seine Zeit hat, seine Time to Shine. Das war bei Litecoin auch mal so. Die war sehr früh, aber wir sind hier hochgegangen, da hat Litecoin Bitcoin outperformed. Aber seitdem verliert Litecoin natürlich im Bärenmarkt. Im Bullenmarkt kann Litecoin eine Weile Bitcoin outperformen. In diesen Zeiten will man dann auch im Altcoin investiert sein, aber dann verliert Litecoin wieder gegen Bitcoin. Und das ist unglaublich wichtig zu wissen, denn wir sehen das Gleiche hier im ETH-BTC-Chart. Ich mache ihn einmal auf, denn das ist ein unglaublich wichtiges Learning für die Leute. Selbst ein Coin wie Ethereum outperformt natürlich im Bullenrun Bitcoin, aber im Bärenmarkt verliert er mehr als Bitcoin, okay. Aber im letzten Run hat Ether nicht Bitcoin geschlagen, was auf das Top bezogen vom davorigen Run war. Das ist natürlich super interessant. Und auch jetzt sind wir noch in der Phase, wo Ether gegen Bitcoin verliert und es nicht schafft, Bitcoin zu schlagen. Das ist für mich ein Zeichen, dass wir noch in der frühen Phase des Bullenmarktes sind. Wir sind noch hier in der Phase, wo Ether gegen Bitcoin Schwierigkeiten hat. Dann kommt aber die Phase, wo Ether outperformt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Phase kommen wird. Aber wir sind eben noch sehr früh. Und genau deswegen, weil wir noch so früh im Bullenmarkt sind, macht es Sinn, jetzt mit einem kleinen Teil des Portfolios in diverse Altcoins hineinzugehen, um die Top-Performer-Coins zu haben. Was sind jetzt Top-Performer-Coins? Naja, Top-Performer-Coins ist so etwas und genau das ist das, was ich eben erreichen will, wie Dogecoin früh gekauft zu haben und dann diesen unglaublichen Run mitzunehmen. Welche Coins werden das sein? Naja, ich kann es dir natürlich nicht zu 100% sagen, das machen wir in der Pure Alpha Gruppe, dass wir diese Coins identifizieren und mit der richtigen Positionsgröße versehen, denn nur dann kannst du die Renditen machen, denn man wird auch immer einmal einen Rohrkrepierer dabei haben, aber die wenigen Coins, die werden dann das Rennen machen, zum Beispiel Solana hat bisher einfach unglaublich stark performt. Ich gehe davon aus, dass Solana neue All-Time-Highs machen wird. Und dass dann, sobald dieses All-Time-High rausgenommen ist, Solana richtig durchziehen wird. Generell schaue ich bei Altcoins immer darauf, dass sie früh neue All-Time-Highs machen. Das bedeutet, ich will Altcoins, die bevor das gesamte Altcoin-Market-Cap ein neues All-Time-High gemacht haben, schon ein All-Time-High gemacht haben. Ein Beispiel eines Coins, den ich deswegen gekauft habe, ist INJ. INJ
DeFi Narrativ, ein Narrativ, das jetzt gerade nicht so stark ist, aber es kann auf jeden jederzeit wieder kommen, hat hier sehr früh schon neue Alltime Highs gemacht. Ich wollte eigentlich bei 15 einsteigen, weil dann in Lissabon habe es verpasst und bin deswegen jetzt vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten schon, ist eine sehr lange Konsolidierung hier irgendwo eingestiegen, weil ich davon ausgehe, dass dieser Coin weiter steigt, weil er ein sehr starkes Momentum hat. Er hat vor anderen Coins ein neues All-Time-High gemacht. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Welches Beispiel können wir noch wählen? Naja, wir haben jetzt natürlich Coins wie zum Beispiel Fetch.ai, was neue All-Time-Highs gemacht hat. Als es hier irgendwann neue All-Time-Highs gemacht hat, habe ich gesagt, da steige ich jetzt ein. Einfach deswegen, weil wenn du einmal ein neues All-Time-High gemacht hast, Sky is the limit, dann hast du keine Widerstände mehr. Und natürlich hast du bei Fetch.ai das AI-Narrativ, das gerade unglaublich stark ist. Denn Krypto wird von Narrativen geprägt. Und die Narrative, die ich jetzt gerade sehe, sind einmal Gaming. Da bin ich in mehreren Coins investiert, zum Beispiel Prime. Sind wir hier irgendwo eingestiegen. Dann ein Narrativ, was ich gerade sehe, das sehr stark ist, ist also Gaming. Dann AI, Artificial Intelligence. Und natürlich die Meme-Coins. Und die Meme-Coins, wie gesagt, sind natürlich nichts wert, aber im Endeffekt ist für mich auch Bitcoin nichts wert. Ich meine, was soll denn Bitcoin bitte wert sein? Sag es mir mal ganz ehrlich, was kann ich mit meinen Bitcoins machen? Na, weiß ich nicht, ne? Und das ist eben genau das Problem. Niemand weiß so wirklich, was er damit machen soll. Ich kann sie verschicken, ja toll, es ist einfach irgendwelche Zahlen und ich kann da einen Wert hineininterpretieren. Ich kann auch sagen, Bitcoin ist ein Meme-Coin. Oh, jetzt werden mich irgendwelche Bitcoin-Maximalisten haten. Also hier, Bonk lief natürlich bisher spitze. Ist das jetzt der Beginn? Natürlich kann das sein, dass diese Meme-Coins hier gerade erst zu Beginn stehen und die unglaublich starken Bewegungen noch ausbauen werden. Es kann aber auch sein bei den Meme-Coins und deswegen musst du aufpassen, dass das eine Story ist, die sehr schnell kommt und genauso schnell wieder geht. Und das ist eben unglaublich wichtig. Die Meme-Coins, wenn du weniger Risiko haben willst, aber trotzdem von den Meme-Coins profitieren willst, kannst du natürlich in so Coins wie Avalanche, wo ich natürlich auch investiert bin, oder in so Coins wie Solana investieren, die die Infrastruktur zur Verfügung stellen für die Meme-Coins. Denn die Meme-Coins werden gerade im Solana-Ökosystem und im Avalanche-Ökosystem kreiert und natürlich profitieren diese Ökosysteme davon, wenn die Meme-Coins gewinnen. Du kannst natürlich auch die Meme-Coins per se kaufen. Ich bin auch mit kleinen Teilen in Meme-Coins investiert, aber ich weiß natürlich, dass ein Totalverlust nicht nur möglich, sondern auch wahrscheinlich ist. Aber Bonk ist bisher mit an einer der besten Positionen. Die Rendite von Bonk war einfach krass. Wobei, nee, Solana ist bisher meine beste Position. Also, in dieser Hinsicht hier einmal ein Video. Kann man mit Krypto noch reich werden? Ich glaube ja, mit Bitcoin nicht mehr. Man muss in die Altcoins gehen. Bei den Altcoins hat man viel höhere Risiken. Die muss man aber auch eingehen, wenn man diese unglaubliche Rendite haben will. Das Wichtigste ist nicht, nur einen Teil seines Portfolios zu investieren, den man abschreiben kann, wo man 90% Kursverluste aushält. Denn wenn man das einmal verstanden hat, dass ich nicht mit 100% in Krypto gehe, wie ich das selber zum Beispiel gemacht habe, und das war unglaublich dumm, 2016 bin ich mit 90% meines Geldes in Krypto gegangen, das war dumm. Aber es war eine wichtige Erfahrung. Mittlerweile gehe ich mit viel kleineren Prozentsätzen in Krypto rein, diversifiziere das über mehrere Coins, gehe auch unglaublich starke Risiken in den Altcoins ein, aber weil ich weiß, dass wenn Krypto eben langfristig wieder steigt, da unglaublich fette Renditen drin sind. In dieser Hinsicht, das war es jetzt mit diesem Video. Ich freue mich über dein Feedback, ich freue mich über deine Kommentare, natürlich auch, wenn du das Video mit deinen Freunden teilst. Ich bin jetzt raus und wir sehen uns im nächsten Video.